Sehr oft bekommen wir die Frage, wie lange hält so ein Turbolader? Und genau diese Frage möchte ich jetzt beantworten. Eigentlich lässt sich die Frage sehr simpel beantworten, und zwar mit dem Wort ewig. Und damit wäre das Video ja schon vorbei. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, warum ewig? Wieso? Kann ja nicht sein. So ein Turbolader, wenn man sich den mal von innen anguckt, sind ja hier die drehenden Teile. Und sämtliche drehenden Teile von diesem Turbolader sind in Öl gelagert. Ob das ein Kugellager ist oder ob das ein Gleitlager ist, das ist jetzt erstmal völlig egal. Aber alle Bauteile, die sich drehen, drehen sich in Öl. Solange dort dieser Ölfilm ist, gibt es praktisch keinen Kontakt zwischen diesen Metallteilen und damit keine Reibung. Kein Verschleiß, kein Verbrauch, es arbeitet sich nichts ab und es gibt einfach nichts, was sich abnutzt. Auf der Frischluftseite, das Verdichterrad, saugt nur Luft an. Solange da nichts anderes als Luft reinkommt, gibt es keinen Schaden. Und auf der Abgasseite sind Abgase, aber sämtliche Materialien in diesem Abgasbereich sind dafür gemacht, diese Temperaturen der Abgase auszuhalten. Solange da auch nichts anderes reinkommt, hält das Ganze ewig. Das habe ich so oft ewig gesagt, dass ihr euch sagt, hä? Das Ding hält aber nicht ewig, das geht doch trotzdem ständig kaputt. Leider ist natürlich das Verhältnis in der Praxis oder die Theorie und die Praxis liegen ja oft fern auseinander. Und leider ist es dann doch nicht so, dass wir immer das Idealverhältnis haben, was der Turbolader benötigt. Da gibt es dann zum Beispiel die Problematik des Ölmangels, verdrecktes Öl, altes Öl, Fremdkörper. Ich will jetzt gar nicht auf jeden einzelnen Schaden eingehen, weil das Thema ist wirklich komplex und jeder Schaden hat so sein Konstrukt drumherum, was man dazu erklären muss. Dafür haben wir eigene Videos gemacht. Viele Schäden haben wir da schon dokumentiert. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die Links zu den einzelnen Schäden oder Themen zu Turboladerschäden. Und wir machen ständig neue Sachen, wenn uns neue Sachen auffallen, die wir euch zeigen wollen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dort einfach mal so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid.